Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch für das Video wäre klasse. Unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den Internetseiten, wo diese Informationen her sind. Dort sind teilweise größere Bilder, mehr Informationen und auch manchmal ein paar Videos drin. Dann gibt es den Weiterempfehlungslink. Wenn ihr den nutzt bei einem Kauf eines Teslas, bekommt ihr 1500 Kilometer freies Superchargen, den Twitter-Account und ein paar andere Videos, die aber nur als Beispiele drin sind. Guckt in meine Playlist, da gibt es Roadmovies, E-Bikes und E-Roller und was über den B196 und so weiter und so fort. Ja, das Tagesthema heute ist Hyundai. Ja, und Hyundai ist ja nicht nur Hyundai, sondern ist ja auch IONIQ. Das ist ja die neue Marke, die Elektromarke. Und Genesis, weil Genesis ist ja die Luxusmarke von Hyundai. Das sind an sich schon zusätzlich die Schwestermarke Kia gibt es auch noch, aber wir fokussieren uns auf Hyundai. Fangen wir mit dem ersten Thema an und das ist der Genesis GV70e. Ja, was ist das? Das ist vom Prinzip her ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, so wie eben Kia EV6 oder Hyundai IONIQ 5 auf derselben Plattform. Das bedeutet, dass dieses Auto eben mehr als 500 Kilometer weit fahren kann. Das ist, lädt in Geschwindigkeiten so 16, 18 Minuten auf 80%. Und die Beschleunigung von 0 auf 100 soll in 3 Sekunden sein. Das sind schon sehr gute Daten oder Rahmenparameter für ein Fahrzeug. Daher wird so ein Fahrzeug, wenn es denn auf den Markt kommt, was im Moment noch nicht so hundertprozentig klar ist, wann das ist, es soll an sich gezeigt werden am 31., das heißt morgen. Ist das am 31.03. soll das vorgestellt werden. Das heißt, dann kann man sehen, was hat der Genesis zu bieten. Alles im Detail. Grundsätzlich gesehen hat man jetzt nur so ein paar camouflaged Fahrzeuge gesehen. Das Fahrzeug sieht an sich relativ sportlich aus, wenn man sich das anschaut. So wie ein Model S oder EQS, der Mercedes, vielleicht zu hoch gegriffen, aber so in der Art, von der Form her, zumindest i4 von BMW zum Beispiel, so ein Coupé ist das. Der Vorteil ist, die haben eben einen Kofferraum, der sich wieder ganz öffnet, das bedeutet, man hat eine große Kofferraumklappe dort, daher schon sehr interessant. Ich denke mal, wenn das Auto dann vorgestellt wird, kann man damit rechnen, dass das Auto so Mitte, Ende nächsten Jahres höchstwahrscheinlich dann auch ausgeliefert werden kann. Vorher denke ich nicht, dass das Auto soweit ist. Ja, dann kommen wir zum IONIQ 5. Der IONIQ 5 lässt den ID4 oder ID4 blass aussehen. Nicht nur optisch, steht in den verschiedenen Artikeln. Da muss ich nur wiederum sagen, ob das optisch, ob der Wagen gut aussieht oder schlecht aussieht, ist eine persönliche Einsicht. Also der eine findet etwas hübsch, der andere findet es nicht hübsch. Daher ist Optik relativ. Natürlich gibt es ganz besonders misslungene Objekte, die nur ganz, ganz wenige Liebhaber finden. Aber ich denke, der ID4 sieht gut aus meiner Sicht und auch der IONIQ sieht auch ganz ansprechend aus. Also beide, finde ich, sehen ganz ansprechend aus. Ich persönlich, ich würde sagen, mir gefällt von der Optik her der ID4 besser sogar noch. Aber nur von der Optik eben, also vom Aussehen her finde ich den eben besser. Der IONIQ 5 ist ein kleines bisschen mehr wie ein Golf. Also vom Prinzip her ähnelt der ein Golf, der IONIQ 5. Viele Fahrzeuge, jetzt auch den Humble One, den ich vorgestellt hatte, der sieht auch ähnlich aus wie ein Golf, so von der Kompaktheit. Ist ein Crossover, nennt sich das, aber ich würde eher sagen, das ist an sich, ist das, wenn man ihn vergleicht und man stellt da einen Golf neben, wird man erkennen, das ist fast ein Golf, der dort steht. Also insofern
ist der Ioniq 5 eher in der Golfklasse zu finden als in der ID.4 SUV-Klasse. Aber gut, das ist natürlich auch eine Sache für sich. Klar werden da viele Sachen verglichen in diesen Tests und da wird natürlich gesagt, ja, die Ladegeschwindigkeit ist natürlich schon ein Unterschied, ob man in 18 Minuten auf 80% lädt oder ob man in 30 Minuten auf 80% lädt. Ja, das stimmt. 18 Minuten ist schon wesentlich schneller als die 30. Hier wird teilweise davon gesprochen, dass das doppelte Zeit ist. Ich bin der Meinung, ich hatte gesehen, dass die etwas über 30 Minuten, ja, kann sein, doppelte Zeit, mal 36, weiß nicht, aber ungefähr das. Ja, damit ist er schneller, ohne Frage. Sofern ist das schon richtig. Von der WLTP-Reichweite gehe ich davon aus, dass sie ähnlich performen. Da glaube ich nicht, dass da so große Unterschiede dazwischen sind. Von der Beschleunigung her, ja, da ist das Auto von der Beschleunigung her ein bisschen schneller als der ID.4. Aber bei der Höchstgeschwindigkeit, da ist, ich glaube, der ID.4, der mit der großen Batterie, der kommt, glaube ich, auf 180 Stundenkilometer. Die anderen kommen auf 160 Stundenkilometer und da ist der Ioniq bei 185 Stundenkilometer. Ja, ein bisschen mehr ist das. Wenn man rein auf die Daten guckt, dann wird man feststellen, dass der Ioniq doch in vielen Sachen einen Vorteil hat. Trotzdem, glaube ich, sind das doch unterschiedliche Fahrzeuge und wenn man jetzt ein Fahrzeug haben will, was ein bisschen höher ist, wo man höher sitzt oder sowas, dann kommt man um den ID.4 nicht rum. Wenn man ein Fahrzeug haben will, was ein bisschen tiefer ist, ist, glaube ich, der Ioniq 5 auch ganz gut. Als letztes kommen wir zum Hyundai Kona. Ja, wir haben einen Hyundai Kona. Meine Frau fährt den und ist damit sehr zufrieden. Das Einzige ist eben momentan diese Batterieproblematik, die wir haben. Denn es sind ja in Korea einige von den Fahrzeugen in Flammen aufgegangen. Und das ist natürlich etwas, was man nicht haben will, was möglichst vermieden werden soll. Insofern ist es eben auch, wenn man jetzt auf den Ioniq 5 oder auf die anderen Fahrzeuge guckt, hoffe ich ja, dass da Hyundai schon gelernt hat und andere Batteriesysteme drin hat, sodass da nicht diese Problematik auftritt. Nun ist aber das Problem, ja, diese Fahrzeuge sollen vom Prinzip her gesehen ja irgendwie ein Update kriegen. Meine Frau ist jetzt mit ihrem Auto gerade bei der Werkstatt und kriegt ein Update, aber nur ein Software-Update, keine neue Batterie. Hier steht aber, zumindest im Artikel, dass alle Fahrzeuge eine neue Batterie haben müssen, weil ansonsten die Feuergefahr nicht gebannt ist. Man wird jetzt ganz bestimmt mit dem Software-Update die Ladegeschwindigkeit verändern, die maximale Reichweite wird verändert. Man wird da also Sicherheitsbarrieren einbauen, damit da eben nichts passieren kann. Das würde aber das Auto natürlich, ja, von seiner Performance verschlechtern, nämlich Ladekapazität und sowas. Da bin ich gespannt, was da wiederkommt, wenn wir das Auto jetzt wiederbekommen. Was ich so gehört habe, ist, dass einfach auch das Laden ein bisschen langsamer geht und dass ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht bis 100% hin so ein kleines bisschen gekappt hat. Daher hoffe ich, dass die Konas demnächst neue Batterien bekommen, damit diese Problematik eben doch ausgenommen ist. Und insofern jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch Kona fährt. Ich denke, der ist relativ häufig verkauft und ist auch ein super schönes Auto. Also meine Frau ist ja begeistert von dem Fahrzeug, fährt da gerne mit und möchte auch gar kein anderes Fahrzeug haben. Ja, aber nur eben das mit der Batterie müsste gelöst werden. Vielleicht hat von euch ja schon jemand eine neue Batterie bekommen. Ich glaube nicht, dass die jetzt schon getauscht werden hier in Deutschland. Ich denke, die werden erst getauscht werden in Korea und Deutschland wird etwas später dann an die Reihe kommen. Aber ich hoffe, dass die Batterien dann ausgetauscht werden oder dass eben durch eine vernünftige Einstellung das eben auch vermieden werden kann, dass dort Feuer anfängt. Wenn solange eben die gleichen Schnelllademöglichkeiten bestehen und sonstigen Möglichkeiten bei dem Auto, wenn man das softwaremäßig lösen kann, wäre natürlich auch gut. Ich denke aber, das ist
Zumindest ist das fehlgeschlagen, als man in Korea diese Sachen dort softwaretechnisch versuchte zu beheben. Allerdings habe ich hier in Europa auch noch nicht so davon gehört, dass so viele Autos gebrannt haben. Vielleicht habt ihr was davon gehört, könnt ihr auch unten reinschreiben als Info oder so etwas, dann kann ich mir das mal anschauen. Ansonsten gucke ich immer in den Facebook-Kona-Kanal rein, da gibt es auch immer ganz viele Infos und da gibt es immer auch natürlich Leute, die Probleme mit dem Wagen hatten oder haben. Das ist aber, da sollte man nicht sich von abschrecken lassen, weil das ist bei fast allen Fahrzeugen so, dass man nicht ohne Probleme drum herum kommt. Ja, das soll es aber schon gewesen sein von Hyundai. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.